Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte mir gedacht für dieses Video, dass ich euch die Fragen des Corona-Tags beantworte. Der Tag ist zwar jetzt nun mittlerweile schon, ja gut, dreiviertel Jahr alt, denke ich. Ja, mindestens ein halbes Jahr alt. Aber wir stecken ja immer noch mittendrin in der Pandemie und von daher denke ich, dass die Fragen immer noch sehr aktuell sind, beziehungsweise jeder damit auch noch etwas anfangen kann. Und es einfach immer noch in diese Zeit passt. Ja, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß da mit meinen Antworten zu den Fragen und legen wir los mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet, inwiefern bin ich von Corona betroffen? Also grundsätzlich bin ich wie jeder andere Mensch von Corona auch betroffen. Das heißt, ich versuche meine sozialen Kontakte so weit wie möglich, also oder habe ich meine sozialen Kontakte so weit wie möglich runtergefahren. Ich versuche den Abstand zu anderen Menschen, also den Mindestabstand einzuhalten und natürlich meine Maske überall da zu tragen, wo es erforderlich ist, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, einfach für mich selbst oder für die anderen, dass ich meine Maske tragen möchte. Und beruflich ist es bei mir so, dass ich im Homeoffice seit, ich glaube, Anfang März bin, also schon seit einem Dreivierteljahr, und ich in der privilegierten Position bin, dass ich einfach von zu Hause arbeiten kann und meinen Beruf wie gewohnt fortsetzen konnte. Also ich war zum Glück nicht von Kurzarbeit betroffen und auch nicht von Urlaubszwang oder wie es auch immer genannt wird. Und da bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich da gar nicht so stark eingeschränkt bin. Und gesundheitlich geht es mir gut. Ich bin nicht von Corona gesundheitlich betroffen und hoffe, dass es ihr auch nicht seid. Und man kann, glaube ich, in den heutigen Zeiten einfach nur sagen, bleibt gesund und passt auf euch auf. Die zweite Frage möchte wissen, ob ich mehr Zeit in der Pandemie habe zum Lesen. Also grundsätzlich habe ich natürlich mehr Zeit zum Lesen, einfach weil mein Arbeitsweg ja wegfällt, weil ich ja wie gesagt im Homeoffice arbeite und dadurch eine Stunde in meinem normalen Alltag einfach geschenkt bekomme. Und in der Regel nutze ich die auch, aber das hat sich tatsächlich erst im Laufe der Zeit sich ergeben. Ganz am Anfang im Lockdown habe ich tatsächlich überhaupt keinen Nerv gehabt, so richtig viel zu lesen. Da waren meine Gedanken woanders, ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt und musste mich, glaube ich, gedanklich und geistig erstmal an diese ganze Lage gewöhnen und hatte einfach nicht den Kopf zum Lesen. Nur mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich die Zeit nutze, also diese Zeit für den Heimweg, die ich geschenkt bekomme, tatsächlich zum Lesen nutze. Also kann ich diese Frage eigentlich mit Ja beantworten, dass ich mehr Zeit zum Lesen habe. Die dritte Frage möchte wissen, ob sich mein Leseverhalten in der Pandemie sich geändert hat. Also dadurch, dass ich ja mehr Lesezeit zur Verfügung habe am Tag, hat sich auch mein Leseverhalten ein Stück weit verändert. Früher war es so, dass ich immer vor dem Schlafengehen gelesen habe, beziehungsweise das meine Hauptlesezeit war, wenn ich nicht zu müde war oder doch noch mit anderen Dingen beschäftigt war. Aber nun mittlerweile ist es halt so, dass ich diese Stunde, die ich mehr zur Verfügung habe, oftmals fürs Lesen nutze. Und dadurch lese ich halt auch am Nachmittag, was früher sehr, sehr ungewohnt für mich war, aber jetzt tatsächlich zum Alltag geworden ist, worüber ich eigentlich sehr, sehr froh bin, beziehungsweise mein Sub freut sich darüber, dass ich mehr Lesezeit bekomme. Und aber auch so für mich merke ich einfach, dass ich durch die 8 Stunden Arbeit am Computer ich es einfach sehr, sehr schätze, dass ich dann eine Stunde habe, wo ich ohne Computer bin, auf ein analoges Medium schaue und meine Augen sich tatsächlich ein bisschen ausruhen können, wenn ich einfach lese. Und diesbezüglich hat sich tatsächlich mein Leseverhalten ein Stück weit verändert, aber ich lese dennoch kurz vorm Schlafengehen. Und das hat sich eigentlich gar nicht geändert und ich genieße es sogar mittlerweile diese 2 Sessions zu haben, also einmal am Nachmittag, wenn meine Arbeit vorbei ist und dann einmal noch kurz vorm Schlafen gehen und dass ich nochmal das Handy weglege und die digitalen Medien nochmal komplett vom Schlafen gehen zur Seite rücke und wirklich mich aufs Lesen konzentriere. Das merke ich, tut mir immer mehr gut und ich merke auch, dass ich das, wenn ich das mal nicht mache, dass ich würde nicht sagen, schlechter schlafe, aber ich einen anderen Schlaf habe, als wenn ich vorher gelesen hätte.
Die vierte Frage möchte von mir wissen, woher ich meine Bücher beziehe, beziehungsweise ob sich seit der Pandemie etwas daran geändert hat. Eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe, wenn ich mir neue Bücher online gekauft habe, schon seit ja, ein paar Jahren beziehe ich meine Bücher von der Plattform Buch 7. Das ist eine Bücherplattform, wo man neue Bücher kaufen kann und wo ein Teil, was man da gekauft hat, gespendet wird für einen sozialen Zweck, was ich sehr, sehr schön finde und ich da sehr gerne meine neuen Bücher kaufe, wenn ich sie mir online kaufe. Das kann ich euch ebenfalls nur empfehlen. Es ändert sich für euch nichts an dem Preis. Je nachdem, wie ihr bezahlt, wird halt mehr gespendet für das soziale Projekt, was ich sehr, sehr angenehm finde und was ich sehr, sehr gerne unterstütze. Und wenn ich meine Bücher gebraucht kaufe, tue ich auf die üblichen Plattformen zurückgreifen, wie Rebuy oder Medimobs oder halt auch eBay, je nachdem, was sich halt anbietet. Und ja, und ansonsten nutze ich hier, wenn ich sie nicht online kaufe, meine regionalen Buchhandel, die hier einfach in der Nähe bei mir sind. Die fünfte Frage möchte meine Top 3 Lektüren wissen, welche ich seit der Pandemie gelesen habe. Die Frage war eigentlich relativ einfach für mich zu beantworten, aber ich habe euch tatsächlich 4 mitgenommen. 3, wo es mir relativ klar war, die ich wirklich nur weiterempfehlen kann. Aber eine Lektüre ist dabei, wo ich mich selbst überrascht habe und ich nicht gedacht hätte, dass es etwas ist, was mich tatsächlich interessiert. Aber erstmal zu den Büchern. Und zwar zu den Top 3 Lektüren gehört für mich auf jeden Fall Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque aus dem Kiwi Verlag hier. Und ich hatte dieses Buch ja bei meinem ersten Sub-Challenge gezogen, also mein Sub versus ein Beutel voller Bücher. Und war sehr, sehr froh, dass ich es jetzt endlich gelesen habe und kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Wenn ihr es genau wissen wollt, wie mir das Buch gefallen hat, dann schaut einfach gerne mal in das Video. Ich habe euch dazu ein gesondertes Video gemacht mit der Vorstellung der entsprechenden Graphic Novel dazu. Und das gehört definitiv in meine Top 3 Lektüren seit der Pandemie. Die zwei Bücher, die ich euch als nächstes zeigen möchte, hängen für mich tatsächlich irgendwie zusammen. Weil ich sie für mich ja so, wie ich schon sagte, in meinen 5 gelesenen Büchern, ich glaube das vorletzte ist es, eine Kette gebildet haben und deswegen gehören sie für mich eigentlich so vom Gefühl her irgendwie zusammen. Zum ersten ist es Kafka und Felice von Unda Hörner aus dem Ebersbach und Simon Verlag. Dieses Buch ist für mich tatsächlich ein Jahreshighlight. Ich kann es immer wieder nur empfehlen für dieses Jahr. Und ich denke auch jetzt noch, es ist ja nur mittlerweile schon ein Stück weit her, dass ich dieses Buch gelesen habe, aber es ist für mich ein Buch, was ich tatsächlich nur empfehlen kann, denn es spiegelt beinhaltet die Freundschaft zwischen Felix Bauer und Franz Kafka wieder. Und der Hörner hat hier ja in einem Roman die Freundschaft zwischen den beiden wiederbelebt, sag ich mal, oder für die Ewigkeit festgehalten und sie hat dabei die Briefe der beiden in diesem Roman verarbeitet, die hier wundervoll verstrickt sind. Und man jetzt erstmal denken könnte, es ist ein Briefroman, aber es ist tatsächlich kein Briefroman. Man liest hier mal ab und an mal Auszüge dieser Briefe, aber im Wesentlichen ist es der Blick von Felice Bauer auf die Freundschaft zu Franz Kafka beziehungsweise die Liebe zu Franz Kafka. Ich mochte dieses Buch wahnsinnig gerne. Und ich freue mich tatsächlich schon, wenn ich es mal rereaden werde und kann es euch nur empfehlen zu lesen. Das letzte Buch in diesem Dreiergespann, was ich euch zeigen möchte, hängt für mich einfach an Kafka und Felice einfach unweigerlich dran, weil es einfach so eine wunderbare Buchkette für mich gebildet hat. Und zwar war in Kafka und Felice irgendwann mal das Wörtchen Charité bzw. Berliner Charité erwähnt worden. Und das hat mir so unglaublich viel Lust auf dieses Buch gemacht. Und deswegen hatte ich nach Franz, warum sage ich eigentlich immer Franz? Nein, nach Kafka und Felice das Buch Die Spionin der Charité von Christian Hardinghaus aus dem Europa Verlag gelesen. Dieses Buch kann ich euch auch nur uneingeschränkt empfehlen. Ich mochte es sehr, sehr gerne. In Die Spionin der Charité
wird die Geschichte der Widerstandsgruppe des Donnerstagsclubs um den Dr. Sauerbruch berichtet bzw. uns erzählt. Und zwar aus der Sicht von Franziska Kolbe, ich glaube, so hieß sie. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie immer ich den Namen vergessen. Nee, Maria Fritsch, beziehungsweise ihr Mann hieß ja dann Kolbe. Oder hieß nicht dann, sondern er hieß Kolbe. Und deswegen hieß sie ja noch Kolbe. Und es rückt einfach auch nochmal den Dr. Sauerbruch, der damals die Berliner Charité, glaube ich, geleitet hat, in einem ganz, ganz anderen Licht. Und ich mochte dieses Buch tatsächlich sehr, sehr gerne. Es ist, hier werden geschichtliche Fakten einfach verarbeitet in einem Roman, in einem kleineren Kriminalroman, sage ich mal. Und ich mochte dieses Buch wahnsinnig gerne und kann es euch tatsächlich nur empfehlen. Dann hat mich etwas überrascht, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich bin einer Eingebung gefolgt und hätte niemals für möglich gehalten, dass mich das interessiert und ich da meine Freude dran habe. Und zwar habe ich mir den allerersten Heftroman auf meinem E-Book-Reader gezogen, und zwar von Perry Rhodan. Oder Rodan, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich nenne ihn in meinem Geist immer Rhodan. Aber wahrscheinlich eher Rodan. Und hier ist das allererste Heftroman und ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Romane mittlerweile schon auch im E-Book-Format gibt und ich somit schnell auf die Romane zugreifen kann, weil sie sind nicht sehr seitenstark. Also der erste Roman hier ist knapp 100 Seiten, also nicht wahnsinnig, also sehr, sehr schnell zu lesen und weil sie auch unheimlich spannend sind, wie ich finde. Und ich habe damit einfach nicht gerechnet, dass sie mich so begeistern können. Man muss jetzt sagen, das sind jetzt keine meisterlichen Werke und manche Sätze sind auch sehr, sehr holprig und sie sind halt einfach in den 60er Jahren geschrieben, also schon ein Stück weit älter und das merkt man auch, aber mich stört das tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde sie unheimlich spannend, also bis jetzt noch. Ich stecke gerade mitten im zweiten Heftroman, aber ich hätte niemals für möglich gehalten, dass das was für mich ist. Auf jeden Fall habe ich, meine sehr, sehr große Freude damit. Das ist jetzt etwas, was ich euch nicht uneingeschränkt empfehlen kann, aber wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, tut euch definitiv keinen Zwang an. Für 1,99 wie das als E-Book kostet, kann man sich es einfach mal anschauen oder einfach mal reinlesen. Vielleicht habt ihr ja bei euren Großeltern oder Eltern vielleicht noch einen Perry Rhodan Roman irgendwo im Keller schwören und schaut sie euch einfach mal an. Also für mich ist es tatsächlich etwas, was mich total begeistern kann. Und ich hätte niemals gedacht, dass Science Fiction etwas für mich ist, aber offensichtlich schon. Die sechste Frage: Möchte das Buch wissen, was bei mir seitdem der Pandemie gefloppt ist? Und da habe ich euch tatsächlich zwei Bücher herausgesucht, weil ich, sie für mich irgendwie beide zu den Flops gehören. Und für den einen oder anderen wird es vermutlich keine Überraschung sein. Und zwar ist es einmal Mein New York von Paul Auster aus dem Rowohlt Verlag. Und dann zum anderen Fox von Christina Dalscher aus dem Fischer Verlag. Beide Bücher konnten mich tatsächlich nicht überzeugen und haben mich ein Stück weit auch sehr, sehr aufgeregt. Und eigentlich möchte ich mich gar nicht nochmal drüber aufregen. Wenn ihr meine genaue Meinung dazu wissen möchtet, schaut sie euch einfach mal in meinen letzten 5 gelesenen Büchern an, meine Meinung. Dann, da gehe ich nochmal intensiver auf die Bücher ein, wie sie mir gefallen haben. Und aber auf jeden Fall sind das meine Flops, seitdem die Pandemie ist, zähle ich diese beiden zu meinen Flops. Die letzte Frage möchte von mir wissen, ob ich Bücher mit Pandemiebezug gelesen habe in letzter Zeit. Also die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich habe kein Buch mit Pandemiebezug gelesen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es mich gar nicht dahin treibt. Auch wenn das ein oder andere Buch, was jetzt vorgestellt worden ist, in letzter Zeit sehr, sehr spannend klang. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt erstmal so geistig genug von Pandemie habe und mich genug damit beschäftige, dass ich dann nicht auch noch in einem Buch damit abtauchen müsste. Aber das kann morgen tatsächlich auch schon wieder ganz anders sein. Vielleicht kommt ja das Buch, was mich noch so unheimlich interessiert, dass ich es sofort haben muss.
Und dann lese ich dann tatsächlich doch noch ein Buch mit Pandemiebezug. Aber aktuell kann ich das sagen, dass ich diese Frage ganz klar mit Nein beantworten kann. Das war nun der Corona-Tag und es hat mir sehr viel Freude bereitet, euch die Fragen zu beantworten. Mich würde natürlich jetzt noch interessieren, was waren denn eure Top- und Flop-Bücher seit der Pandemie? Lasst mir doch diesbezüglich gerne einen Kommentar da. Taggen möchte ich an dieser Stelle gar nicht niemanden speziellen, einfach weil der Tag einfach schon etwas älter ist und schon relativ viele gemacht haben. Aber ihr seid natürlich ganz recht herzlich eingeladen, solltet ihr das noch nicht getan haben, die Fragen zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden und natürlich passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.